Hallo und viele Grüße aus Berlin an die Endgeräte. Vielen Dank, David. Ich freue mich, hier zu sein. Wie David schon gesagt hat, ich heiße Matthias Strobel und ich leite den Bundesverband für Musiktechnologie. Und ich versuche jetzt mal in den nächsten 28 Minuten so ein bisschen Klarheit in das momentan mega gehypte Thema NFTs zu bringen und mit euch so einen kleinen Blick in ein mögliches zukünftiges Musikökosystem zu werfen, in dem zukünftigen Web 3.0. Um zu verstehen, worum es überhaupt bei NFTs geht, macht Sinn, eine Brücke zur analogen Welt zu schlagen. Und im Grunde genommen sind NFTs nichts anderes als Token. Und Token sind wiederum Güter, denen ein Wert zugeschrieben werden kann. Analoge Fungible Tokens sind zum Beispiel also Geld. Also alles, was alle Scheine, die denselben Wert haben, sind austauschbar miteinander und voneinander nicht wirklich zu unterscheiden. Aber wir sprechen ja heute über Musik. Und bei Musik ist es eben so, dass es eigentlich jede Menge Fungible Tokens da draußen gibt. Wenn wir jetzt zum Beispiel das Beatles-Album nehmen, das 1969 released wurde, das Abbey Road-Album. Ich habe die letzten Zahlen von 2011 gefunden. Davon gibt es 31 Millionen Kopien. Die sind alle untereinander austauschbar und eigentlich nicht voneinander zu unterscheiden. Überall ist die gleiche Musik drauf. Allerdings gibt es auch eine non-fungible Version von diesem Album. Und das ist eben eine, die signiert wurde von Paul McCartney und George Harrison. Die signierte Kopie, die gibt es nur einmal. Und sie ist quasi ein Sammlerstück und deswegen besonders wertvoll. So wertvoll sogar, dass sie momentan für knapp 2000 Euro gehandelt wird. Aber jetzt waren an diesem Album und auch an dem Artwork nicht nur die Beatles beteiligt, sondern auch noch einen Soundingenieur, einen Fotograf und einen Grafiker und all diese ganzen Leute sind natürlich bei der Wertsteigerung von dieser einzelnen Kopie, die signiert wurde, nicht mehr beteiligt und die profitieren auch gar nicht davon. Aber dazu komme ich später nochmal genauer. So, jetzt kommen wir mal zu digitalen Gütern. Digitale Güter sind im Grunde genommen von Natur aus austauschbar und Kopien nicht voneinander zu unterscheiden. Also sie können bis aufs letzte Bit and Byte identisch kopiert werden. Und zudem ist das heutige Internet auf der Logik von Standalone-Rechnern gebaut. Das heißt, Daten werden dort zentral gespeichert und über zentrale Server verarbeitet. Und warum ist es so? Es ist so, dass zuerst die Computer entwickelt wurden und dann das Internet. Und das IP-Protokoll, auf dem das Internet gebaut ist, ermöglicht es eben, dass zwei Computer miteinander kommunizieren und Datenpakete voneinander aus miteinander austauschen. Und wenn die Datenpakete miteinander austauschen, dann wird eine Kopie von diesen Daten erstellt und jeweils an den anderen Computer gesendet. Also sobald wir die Daten über den Computer senden, verlieren wir quasi die Kontrolle über was mit den Daten passiert und wir können auch nicht sehen, was in den Walled Gardens von diesen Servern passiert, die ja jeweils jemand anderem gehören. Das passiert, wenn wir Songs auf Beatport hochladen, auf Soundcloud, wenn wir Vertriebe wie TuneCore oder DistroKid benutzen. Also sobald wir einen Song ins Internet legen und der im Web verfügbar ist, ist er quasi verfügbar für alle, kann kopiert werden können und im schlimmsten Fall kann die Musik oder der Song unter einem anderen Namen hochgeladen werden. Es können die beteiligten Personen an dem Werk ausgetauscht werden oder verfälscht werden. Und damit ist die Kontrolle quasi verloren. Im schlimmsten Fall verdient sogar jemand anderes Geld damit. So, die Idee, dieses Problem wollten die zwei Leute Anil Dash und Kevin McCoy 2014 lösen. Zwar nicht Musik, sondern mit virtuellen Grafikobjekten, digitalen Grafiken. Und das haben sie 2014 auf einem Event gemacht, das 7-on-7 heißt. Das ist ein jährliches Event in New York, bei dem sich Entwickler und Artists treffen, um quasi an neuen Technologien zu arbeiten und zu schauen, wie man die Welt besser machen kann in gemeinsamer Arbeit miteinander. Und ihre Idee war es, eine Lösung zu finden, wie quasi Artists in Zukunft an digitaler Kunst beteiligt werden können, wie sie damit Geld verdienen können und wie sie weiterhin die Kontrolle an ihrem Werk behalten können. Und dazu haben sie damals die noch sehr junge Blockchain-Technologie benutzt, also das Protokoll, und wollten damit sicherstellen, dass quasi dieses Werk nicht mehr zentral auf Servern abgelegt wird, sondern dezentral in einer Blockchain und dadurch quasi die Möglichkeit gibt, dass dem Werk eine eindeutige ID zugeschrieben wird und dass ein Schlüssel generiert wird, der dann den Zugang zu diesem Werk ermöglicht. Also kurz gesagt ist ein NFT dieser Schlüssel. Das erste Werk, was damals hochgelegt wurde, war ein GIF. Lustigerweise war das auch nicht mal das eigene von den beiden, sondern das Werk von einer Freundin von beiden. Und also auch damals haben sie sich schon zwar Gedanken gemacht, wie das mit der Kopierbarkeit der Werke ist, aber haben erstmal ein Werk von jemand anderem genommen. Nichtsdestotrotz ist es das erste GIF, das vermutlich heute relativ viel wert ist. Ich habe vor kurzem gelesen, dass derjenige, der das dort eingestellt hat, es jetzt wohl zur Versteigerung freigibt und der erste Wert liegt wohl bei 7 Millionen Euro, also auch totaler Wahnsinn.
So, aber ich will jetzt mit euch mal so ein bisschen angucken, wie genau so ein NFT funktioniert und was da überhaupt passiert. Ich versuche das mal im Folgenden exemplarisch an einer Independent Band zu beschreiben, die kein Label hat und die alle Rechte an ihrem Master besitzt und den Song bisher noch nie in einem Internet hochgeladen hat. Also die Band produziert quasi einen Song und der Sound Engineer spielt das Masterfile des fertigen Songs aus und hinterlegt alle Daten, die am Song beteiligten Personen, die Band, der Songwriter, Komponist, Texter, Mastering-Ingenieur in der Datei. Bis dahin existiert der Song also nur als Masterfile auf dem Laptop der Band. Die Band kann dann quasi entscheiden, was sie damit machen möchte. Also die entscheiden jetzt, sagen wir mal, dass sie das Ganze in die Blockchain legen wollen und ein NFT generieren wollen. Wie funktioniert das Ganze? Also im Grunde genommen legen sie den Song zusammen mit den Metadaten, also mit dem Urheber und allen Beteiligten, in einen Ledger, also in ein Buch. Es wird in ein Buch geschrieben, das dann quasi in ein digitales Buch, das dann quasi auf die Blockchain gelegt wird. Und das ist dann quasi der erste Block in der Blockchain. Dieser Block wird nun von allen Netzwerkteilnehmern verifiziert und identisch abgelegt, sodass quasi alle das Gleiche haben und wissen, worum es sich dabei dreht. Diese Netzwerkmitglieder müssen das dann verifizieren und erzeugen damit und weisen quasi der Band, die das dort reingelegt hat, einen Schlüssel zu, also einen Private Key, der die Band als Besitzer registriert und auch als solche identifiziert werden kann. Der Song wird dann in die vorhandene Infrastruktur in der Blockchain hinzugefügt, also meistens ist es Ethereum, und kann sonst nirgendwo im Internet gefunden werden. Er existiert quasi nur auf der Blockchain und bleibt dort zusammen mit dem Band eingetragenen Metadaten für immer. Was mit dem Song von nun an gemacht wird, liegt allein in der Hand der Bands. Also sie kann entscheiden, ob sie den Song weitervertreiben will oder ob sie ihn einfach nur in der Blockchain liegen lassen will, ob sie den in die Webseite einbinden will oder ob sie ihn verkaufen, versteigern oder zum kostenlosen Download zur Verfügung stellen will. Und das kann die Band quasi in einem Smart Contract festlegen. Und dieser Smart Contract wird dann auch der Blockchain hinzugefügt. Und jetzt in unserem Fall ist es so, dass quasi mit diesem Smart Contract ein NFT erzeugt werden soll und dieser NFT dann zum Verkauf bereitgestellt werden soll. Und der NFT ist dann quasi der Schlüssel, der den Leuten ermöglicht, Zugang zu diesem Werk zu bekommen. Wie genau diese NFT funktioniert und wie das genau funktioniert, ein NFT zu generieren, darauf gehe ich jetzt nicht ein, sondern überlasse ich den Jungs und Mädels, die heute Nachmittag um 14.30 Uhr eine Session machen, die Musik als NFT heißt. Wichtig ist im Grunde genommen nur zu wissen, dass der NFT ein Stück Code ist, der auf der Blockchain liegt und der einen Schlüssel generiert, der den Zugang zu der URL des Songs auf der Blockchain ermöglicht. Wer also ein NFT kauft, kauft nicht den Song, sondern nur den Link, der die Echtheit des Songs bestätigt und dem Besitzer des NFTs, also den Schlüssel, den Zugang zu dem Song ermöglicht. So, wenn die Band jetzt diesen NFT erstellt hat, dann kann sie sich entscheiden, was sie damit machen möchten. Der Song liegt auf der Blockchain zusammen mit allen Metadaten und Informationen und die Band kann dann entscheiden, sie möchte den Song verkaufen. Wenn die Band den NFT verkauft, wird automatisch der Smart Contract ausgelöst und alle im Smart Contract berücksichtigten Personen bekommen direkt Anteile aus dem Verkauf überwiesen. Die Informationen über den Verkauf und der neue Besitzer werden auch automatisch als neuer Eintrag auf die Blockchain geschrieben. Dafür wird ein neuer Block generiert, der chronologisch an die Blockchain angedockt wird, also es wird nichts überschrieben, sondern es wird hinzugefügt. Und der neue Besitzer kann jetzt entscheiden, was er mit dem NFT machen möchte. Entweder er lässt den NFT liegen und hofft, dass die Band berühmter wird, damit der NFT auch an Wert gewinnt, oder er möchte ihn direkt weiterverkaufen. Aber gehen wir mal davon aus, dass er ihn direkt weiterverkauft, dann generiert er quasi einen neuen Schlüssel für den NFT und kann diesen NFT dann quasi weiterverkaufen an jemand anderen. Wenn er den NFT weiterverkauft, bekommt nicht nur er als Besitzer des NFTs, den er weiterverkauft, Geld, sondern auch die Band. Und zwar so viel, wie sie vorher in dem Smart Contract festgelegt hat. Und es wird auch direkt automatisch verteilt, wer wie viel Anteil an dem Geld bekommt, das für den NFT erwirtschaftet wurde. Der Besitzer kann also den NFT verkaufen und der neue Besitzer wird in die Blockchain geschrieben und es wird ein neuer Schlüssel generiert und so funktioniert das dann immer weiter. Bei jedem Weiterverkauf und bei jedem Wiederverkauf des NFTs bekommt derjenige, der ihn verkauft, Geld und aber auch die Band, die den NFT letztendlich eingestellt hat.
Soweit erstmal zur groben Idee von NFTs und was es bedeutet und wie das Ganze funktioniert und worum es sich dabei eigentlich dreht. Momentan erleben wir quer durch die ganze Musikwirtschaft den riesigen Hype und diese NFTs erreichen astronomische Summen. Die Käufer bleiben meistens anonym und vermutlich wissen die Käufer auch nicht wirklich, was sie sich dort gekauft haben, weil im Grunde genommen ist das hier ein NFT. Ein NFT ist nichts anderes als ein Stück Code. Und das ist nicht irgendein NFT, sondern das ist der Code oder der NFT, der erstellt wurde für den Verkauf des Beeple Artworks, das für knapp 70 Millionen ersteigert wurde bei Christie's. Und wenn man sich das mal überlegt, da hat jemand 70 Millionen Euro bezahlt für einen Link, also oder für einen Schlüssel, der zu einem Artwork führt. Das eigentliche Artwork wurde wiederum über eine Plattform erstellt, also über einen NFT Marketplace, zu dem wir gleich nochmal kommen, und wurde auch über diesen Marketplace in die Plattform gelegt. Das kann man dort oben, ich weiß nicht, ob ihr das jetzt an dem Bildschirm sehen könnt, in diesem Link sehen, der in diesen Code eingebaut ist. Aber dort oben steht, dass dieses Artwork über diesen NFT Marketplace hochgeladen wurde und jetzt auf einer Domain liegt, die Endung makersplace.com hat. Makersplace.com ist ein Marketplace für NFTs. Jetzt ist aber die Sache so, dass wenn jemals dieses Unternehmen oder diese Plattform makersplace.com pleite geht oder die Domain verschwindet oder für irgendwelche anderen Sachen genutzt wird, dann führt dieser Schlüssel, den jemand für 70 Millionen Euro, 70 Millionen Dollar gekauft hat, ins Nichts, weil sich hinter dem Link nichts mehr verbirgt. Und die Wahrscheinlichkeit, dass all diese NFT-Marketplaces, die es da draußen gibt, auf lange Zeit überleben, ist relativ gering. Das heißt, früher oder später wird dieses ganze Kartenhaus zusammenfallen und ein Haufen Leute werden da draußen extrem unglücklich sein über das, was sie sich für viel Geld irgendwann mal gekauft haben. Nichtsdestotrotz ist die Idee von NFTs grundsätzlich gar nicht schlecht. Hier ist eine Reihe von NFT-Plattformen, die es mittlerweile gibt. Im Grunde agieren die fast alle gleich. Sie vereinfachen das Artist, dass sie ihre Songs oder ihre Artworks in die Blockchain legen können und einen NFT generieren können. Und sie machen quasi auf ihren Marketplaces die NFTs verfügbar und erlauben dadurch auch, dass sie gehandelt werden können, verkauft werden können, bieten die Möglichkeit eines Smart Contracts, aber halt leider nur in sehr limitierter Form und bieten so die Möglichkeit, dem Artwork ein neues Zuhause zu geben, das aber trotzdem durch die Blockchain gesichert ist und gleichzeitig eine große Community von Leuten zu erreichen, die sich für NFTs interessieren. Die Plattformen leben von Gebühren. Normalerweise nehmen sie an jedem Verkauf um die 10 bis 15%, was mit steigender Menge der Artworks natürlich dann auch mehr Geld für die Plattform generiert. Und das größte Problem ist, dass die Plattformen eben die Kontrolle über das Artwork im Endeffekt haben. Und das ist in der Vergangenheit passiert, wenn ein Artwork gegen die AGBs von so einer Plattform verstößt, kann die Plattform auch einfach den NFT runternehmen. Und dann ist auch in diesem Fall eine Transaktion, die vorher stattgefunden hat, wertlos, weil sie ins Nichts führt. Im Grunde genommen gibt es eine ganze Reihe an Vorteilen, die diese Plattformen bieten. Die sind leicht zugänglich, haben eine einfache Administration. Man kann direkt viele User erreichen, weil sich schon viele Leute dort sammeln. Man braucht kein besonderes Tech-Wissen, um sich damit auseinanderzusetzen. Man kann Transaktionen eben handeln ohne irgendeinen Mittler dazwischen. Und man kann besonders kreativ sein mit dem, was man als Perks anbietet, die mit dem NFT verbunden sind und dadurch eine neue Art von Fan-Engagement kreieren. Die Smart Contracts sind, wie gesagt, noch nicht alles so ausgereift, wie sie es jetzt zum Beispiel für die Musikwirtschaft sein müssten, sondern der Fokus lag bisher meistens auf visuellen Artworks und deswegen gibt es ja noch jede Menge, was dafür getan werden muss. Der weitere Vorteil, wie wir es oben hatten, ist, dass man eben aus den Wiederverkäufen Geld generieren kann, was eben bei einem physischen Non-Fungible Token nicht möglich ist. Es gibt aber auch eine ganze Reihe an Nachteilen und die Nachteile sind eben, dass die Plattform die Kontrolle hat, dass sie schwer auffindbar sind in diesem großen Plattformsystem, dass es für manche Fans eine große Hürde darstellt, dort einen Song oder ein Artwork zu kaufen, weil sie sich erst eine Wallet erstellen müssen. Auch dazu mehr in der Session heute Nachmittag. Und für Leute, die sich zum Beispiel im Genre wie Volksmusik bewegen, sind NFTs wahrscheinlich gar keine Option, weil deren Fans sich mit dieser neuen Technologie erstmal noch gar nicht auseinandersetzen möchten. Weiterer Nachteil ist, dass eben Gebühren entstehen, die bezahlt werden müssen und dass der NFT, der erstellt wird, letztendlich abhängig ist von der Existenz der Plattform. Was am allerallerschlimmsten ist, ist, dass diese ganzen NFT-Plattformen zum Großteil
irre hoch ist, also unglaublich wahnsinnig. Woher kommt dieses irrsinnige Energie? Warum wird da so viel Energie verbraucht? Das liegt im Grunde genommen daran, dass um diese Blöcke zu generieren, wo quasi neue Transaktionen stattgefunden haben und die dann auf die Blockchain zu legen, dafür ist ein Prozess notwendig, der Proof of Work heißt. Und Proof of Work bedeutet im Endeffekt nichts anderes, dass zwar alle Computer in dem Netzwerk die Echtheit des Werks verifizieren, aber am Ende die Teilnehmer des Netzwerks untereinander konkurrieren, um zu gucken, wer kann jetzt diesen Block reinlegen. Und um das machen zu dürfen, müssen die Teilnehmer ein schwieriges, kryptografisches, mathematisches Puzzle sozusagen lösen. Und derjenige, der die größte Rechenleistung hat, also die größte Rechenpower, wird es am schnellsten lösen. Und der das am schnellsten löst, darf den Block generieren und kann dadurch dann eben auch Coins oder Geld generieren. Und das bedeutet quasi, derjenige, der die meiste Rechenpower hat, gewinnt dieses Battle, und die meiste Rechenpower kostet eben auch am meisten Energie, und deswegen ist es ein irrsinniger Wettkampf um Rechenpower und Energieverbrauch, der dabei entsteht. Es gibt aber andere Möglichkeiten, aber bevor wir zu denen kommen, will ich erst einmal kurz exemplarisch, damit es nochmal ein bisschen deutlicher wird, wie viel Energieverbrauch darauf stattfindet, eine Transaktion von einem Ethereum, das ist die Währung, die man meistens auf den Plattformen verwendet, vor allem auf der Ethereum-Blockchain logischerweise, verbraucht so viel wie 24 Stunden Staubsaugen, was irre ist. Und die Energie, die verbraucht wird, um ein NFT zu generieren oder um eine NFT-Transaktion stattfinden zu lassen, ist sogar, um eine einzige NFT-Transaktion stattfinden zu lassen, ist sogar so hoch wie der durchschnittliche Stromverbrauch von einem EU-Bürger, nur für eine einzige Transaktion. Also es ist absoluter Wahnsinn. Und nur mal so zusammengerechnet, also alle Plattformen, die man hier sieht, das sind so die bekanntesten, die haben bis zum 31. März insgesamt 112 Tonnen CO2 generiert. Das ist ungefähr so viel wie eine Strecke von 675.000 Kilometern mit dem Auto oder mit dem Auto 15 Mal um den Globus. Also kompletter Wahnsinn. Sich an diesem Spiel zu beteiligen, ist auf jeden Fall nichts, was Sinn macht, und ist auch nichts, was einem die Fans irgendwie wertschätzen würden, weil in der heutigen Zeit mit dem, was wir wissen über den Klimawandel und mit dem, wie beschissen es unserem Planeten geht, sollte man da auf jeden Fall Rücksicht drauf nehmen und stattdessen lieber warten, weil es wird sich auf jeden Fall in der Zukunft auch in dem Bereich was ändern. Und die Änderung heißt, hat einen Namen, die heißt Proof of Stake. Das ist eine andere Möglichkeit, diese Blöcke zu generieren und auf die Blockchain zu legen. Und da geht es eben nicht darum, dass der mit der höchsten Rechenpower gewinnt, sondern es wird, ich vereinfache es jetzt mal ganz total, wird per Losverfahren entschieden, welcher Netzwerkteilnehmer den Block reinlegen darf, und dieser Netzwerkteile wird dann dafür auch belohnt. Aber es findet absolut keine physische Rechenleistung statt, und manche Leute sagen sogar, dass die Erstellung oder die Transaktion eines NFTs in der Zukunft weniger verbrauchen wird als das Versenden einer E-Mail. Da sind wir bis jetzt noch nicht. Es gibt aber bereits einige Plattformen, die auf Proof of Stake arbeiten, die sind aber noch klein. Aber auch Ethereum, die größte Plattform, die größte Blockchain, auf der viele Plattformen agieren, arbeitet daran. Davon wird schon eine ganze Weile geredet, aber in den nächsten Jahren soll es dann wohl tatsächlich soweit sein. Und deswegen ist mein großer Tipp oder auch meine große Bitte zu warten, bis sich das Ganze, bis die Blockchains soweit sind, dass man eben dann auch ruhigen Gewissens NFTs generieren kann. So viel zu den NFTs. Das war jetzt eine sehr vereinfachte Erklärung, aber im Grunde genommen ist das nicht nur ein Hype, sondern es ist was, was vielleicht die Tür öffnet oder was der Beginn sein könnte für ein neues Musikökosystem. Wir brauchen dringend ein neues Musikökosystem, weil, wie wir auf dem Slide sehen können, ist es extrem kompliziert. Es gibt extrem viele Mittelsmänner und Mittelsfrauen. Es gibt so viele unterschiedliche Akteure. Manche werden davon benachteiligt. Deals sind untereinander nicht nachvollziehbar. Es ist total intransparent. Tantiemenausschüttungen, wie viele, die vielleicht jetzt gerade zuschauen, wissen, dauert extrem lang, ist super ungenau, schwer nachvollziehbar, und viele Verwertungsgesellschaften haben mittlerweile die totale Kontrolle verloren, also es landen über 50% der Tantiemen, die ausgeschüttet werden sollen, mittlerweile in der Blackbox, und dadurch ist natürlich auch jede Menge Vertrauen verloren gegangen, das dringend wiederhergestellt werden muss, wenn wir eine gesunde und wachsende Musikindustrie haben wollen. Also die nächste Iteration des Web 3.0 wird es aber möglich machen, diese komplexen und intransparenten Geflechte neu zu denken und vertrauenswürdig zu machen. Und bevor ich jetzt am Anfang über das Web 3.0 noch zu reden, will ich euch erstmal zeigen, wo wir uns ungefähr gerade befinden im Web 3.0. Das ist ungefähr unser Status quo. Würde es denn sich
sich jetzt für mich lohnen, mir Zugang zum Internet zu verschaffen? Was findet man denn da überhaupt? So eine Entscheidung würde ich dir nicht abnehmen wollen, aber ich kann dir mal zeigen, was es für Möglichkeiten gibt, um genau zu sein. Der Ralf Benz von unserer Redaktion hat da ein paar Bilder zusammengestellt, die wir uns mal vielleicht kurz angucken. E-Mail ist eine der Sachen, die es im Internet gibt. Das ist die Möglichkeit, persönliche Briefe per Computer und Leitung dann auszutauschen. Das geht erstens schnell und ist zweitens preiswerter als ein Fax oder ein Brief zum Beispiel. Die Newsgroups wird häufig diskutiert. Das sind derzeit über 20.000 Diskussionsforen, wo Leute hingehen und diskutieren, Daten austauschen, Informationen durch die Gegend schicken. Das World Wide Web ist der bekannteste Begriff. Das sind diese bunten Bilder, die man immer so sieht, die einem helfen, durchs Netz zu kommen. Da kann man dann drin shoppen. Man ist in der Lage, zum Beispiel ein Tauchparadies per PC zu erkunden. Man kann eine Reise buchen über. Ja, soweit zum Web 3.0 und wo wir da gerade stehen. Das ist quasi damals, als das Internet begonnen hat, waren wir an diesem Punkt und heute sind wir an diesem Punkt im Vergleich zum Web 3.0. Im Grunde genommen, ich will es nur mal kurz, damit es auch vielleicht für einige klarer wird, was das Web 3.0 bedeutet und wo wir uns heute befinden. Das Web 1.0 war quasi E-Mail versenden und Informationen veröffentlichen, aber keine Möglichkeit haben, mit anderen zu interagieren. Das Web 2.0 ist die Möglichkeit, dass wir miteinander interagieren können. Es gibt eine Plattformökonomie, wir können zusammenarbeiten und es findet ein Austausch von Informationen statt. Und das Web 3.0 ist dann das dezentrale Web, ein Web, das quasi allen gehört und Ökosysteme, in denen alle Beteiligten die Regeln bestimmen, in denen alle gemeinsam Sachen kreieren, kontrollieren und auch davon profitieren. Man spricht dann auch vom semantischen Web, weil eben in diesem Web 3.0 nicht nur Aktionen von Menschen durchgeführt werden können, sondern weil es eben dort die Möglichkeit geben wird, dass Protokolle von Computern gelesen werden können und Aktionen automatisch stattfinden können. Das Ganze basiert auf einer Blockchain-Technologie. Es ist wichtig zu erkennen, dass die Blockchain-Technologie ein Protokoll ist und dass die Speicherung und Verbreitung von Web quasi oder die Regeln dafür darüber abgewickelt werden. Zudem sind Blockchain-Protokolle dadurch haben die Eigenschaft, dass sie Open Source sind. Das bedeutet, sie sind für jeden zugänglich und jeder kann dafür entwickeln. Es gibt einen Layer in dieser Blockchain, der es dann eben erlaubt, neue Applikationen zu bauen und auch neue Systeme für Organisationen und Unternehmen zu entwickeln. Bin ich kurz hängen geblieben. Der größte Vorteil für das Web 3.0 ist eben, dass wir uns wegbewegen von einer sogenannten Data-Monarchie zu einer Daten-Democracy. Das bedeutet, dass eben nicht mehr diese Walled Gardens auf Server entstehen, sondern dass wir alle Zugang zu den Daten haben, Kontrolle über unsere Daten haben und quasi selber bestimmen können, was mit den Daten passiert und wo wir sie nutzen und wofür wir sie nutzen. Der Motor dieses ganzen Web 3.0 sind eben diese Smart Contracts, von denen ich die ganze Zeit schon gesprochen habe. Ich will nur noch mal ganz kurz erklären, falls es nicht klar wurde, worum es sich dabei handelt. Also im Grunde genommen ist es so, dass mehrere Leute sich dazu einigen, einen Smart Contract zu erstellen. Dort werden quasi alle Regeln festgelegt und die werden als Code geschrieben. Also ein Smart Contract ist nichts anderes als ein Code quasi, in dem Regeln festgelegt werden, der auf der Blockchain dann automatisch ausgeführt wird. Dieser Code wird auf der Blockchain gespeichert und wenn dann diese Regeln eintreten, wird er dann dementsprechend ausgelegt. Was bedeutet das für die Musik? Also für Songs bedeutet das, dass als Rechteinhaber von dem Song oder als Ersteller von einem Song kann die Band quasi ganz anders davon profitieren. Sie können selber bestimmen, was mit dem Song passiert. Sie können den Song in den Smart Contract binden, der die Verteilung der Tantiemen regelt und vor allem können über Smart Contracts eben auch Regeln mit anderen externen Organisationen geschlossen werden, Streaming-Anbietern im Sync-Bereich, in der Zukunft in Games, was immer wichtiger wird, aber auch im Rundfunk oder auch in anderen Bereichen. Und die Idee dahinter ist eben, dass derjenige, der oder diejenige, die den Song erstellt hat, in der Zukunft die Kontrolle darüber behält und dann aber auch entscheiden kann, wo findet der Song statt und was kann mit dem Song gemacht werden. Es gibt dann quasi keine großen Blackboxen mehr, es gibt keine großen undurchsichtigen Verträge mehr. Und was jetzt noch fehlt, sind eben die Schnittstellen, die geschaffen werden zwischen diesen einzelnen Teilnehmern und dem Protokoll der Blockchain. Aber sobald sich dieses Web 3.0 immer mehr entwickelt, werden auch verschiedene Services auf den Markt kommen, die sich eben dieses neue System angeeignet haben. Was eine neue Möglichkeit ist und was vielleicht auch am elementarsten ist für die Musikwirtschaft, ist, dass es eben neue Arten von Unternehmen und Organisationen gibt, wie ich schon gesagt habe. Und dabei handelt es sich um sogenannte Decentralized Autonomous Organizations.
Diese ganzen Plattformen basieren darauf, dass es kein hierarchisches Modell mehr gibt mit einem Management, sondern dass es quasi ein kollaboratives Modell ist, das komplett eigenständig funktionsfähig ist. Und im Grunde genommen bedeutet das, dass man in der Zukunft Labelstrukturen oder Strukturen für Musikunternehmen aufstellen kann, die ganz anders aussehen. Also in Zukunft kann es sein, dass ich als Band beschließe, eine dezentrale eine DAO, wie es kurz heißt, zu gründen und darin quasi alle Beteiligten sich wiederfinden, die an meinem Erfolg als Band oder daran gekoppelt sind. Und gemeinsam wird dann quasi entschieden, was mit dieser Organisation passiert. Das Ganze passiert über Token. Also es bedeutet, jeder, der in dieser Organisation hält einen bestimmten Anteil an Token und alles, welche Veränderungen, welche Entwicklungen stattfinden, werden über diese Token geregelt. Sie werden als Abstimmungstool genutzt und dadurch kann quasi eine demokratische Mehrheit geschlossen werden, die dann für jeden einsehbar ist und für jeden auch erkennbar ist, wohin sich das Unternehmen entwickeln soll. Von diesen DAOs kann es die verschiedenen Versionen geben, direkt für die Musikindustrie, als Festivals, als Streaming-Services. Alles kann von allen gemeinsam kann allen gemeinsam gehören und kann von allen gemeinsam auf den Weg gebracht werden. In der Zukunft haben wir dann quasi ein ganzes Web voller dieser DAOs, die miteinander über Smart Contracts kommunizieren. Es gibt bereits schon ein paar. Steemit ist eine Social-Media-Plattform, die auf dieser Basis arbeitet. DTube ist ein dezentraler YouTube-Kanal und eine YouTube-Plattform, die dezentral ist. Und Decentraland ist quasi das Metaverse, das wir gerade im vorigen Vortrag gehört haben, nur in dezentraler Version, wo alle gemeinsam bestimmen, wie sich diese virtuelle Welt weiterentwickelt, was dort gebaut wird, was dort stattfindet, wie sich die Leute daran beteiligt werden und so weiter und so fort. Also wen es interessiert, den kann ich auf jeden Fall raten, sich das mal anzugucken. Zum Teil Steemit besteht seit 5 Jahren und hat mittlerweile 1,3 Millionen User. Also da passiert auch tatsächlich was und man kann sich ganz gut anschauen, wie sich das Internet in der Zukunft entwickeln wird. Über das Metaverse wollte ich jetzt eigentlich noch ein bisschen mehr sagen, aber da das in dem Vortrag vorher zu Genüge auseinandergenommen wurde, will ich hier nur noch mal kurz sagen, dass es auf jeden Fall wichtig ist, sich mit diesen neuen Technologien auseinanderzusetzen, weil im Grunde genommen dort auch neue Möglichkeiten entstehen, Musik zu vertreiben, Musik stattfinden zu lassen, mit den Fans zu interagieren und aber auch aus der Musik, mit der Musik Geld zu verdienen. Und dieses Geld zu verdienen, eben so zu gestalten, dass es auf einer Blockchain stattfindet und ich als Musiker dann auch entscheiden kann, ob ich in einer dezentralen Metaverse-Welt stattfinden möchte oder nicht und wenn ja, in welchem Kontext und so weiter und so fort. Also von dem her ist es sehr wichtig, sich mit diesen neuen Technologien zu beschäftigen, weil im Grunde genommen alles miteinander verbunden ist. Am Ende ist es so, dass die Fans immer noch entscheiden, also die Zukunft, die Karriere von dem Artist oder von dem Artist hängt immer noch davon ab, wie die Fans drauf sind und wie viele Fans er oder sie hat. Es geht darum, die Fans zu incentivieren, einzubinden in den eigenen Erfolg und ihnen die Möglichkeit zu geben, eben auch am Erfolg des Künstlers beteiligt zu sein. Das passiert in dieser tokenisierten Welt, von der ich gerade eben schon angefangen habe zu reden, nur dass es in dem Fall so ist, dass eben Fans sich durch Token auch an der Karriere von Künstlern beteiligen können, dass sie Vergünstigungen freigeschaltet bekommen, je aktiver sie sind, je mehr sie sich für die Band oder für den Artist einsetzen und dadurch quasi einen Gegenwert bekommen zu dem, was der Artist erschafft in seiner Karriere und was der Fan dazu beiträgt, damit die Karriere gut läuft. Das heißt, als Fan habe ich ein größeres Interesse daran, dass mein Artist erfolgreich wird, wenn ich selber auch nochmal davon profitieren kann. Und das kann in der Zukunft eben über Token geregelt werden, die wiederum über Smart Contracts funktionieren. Wie lange dauert das Ganze noch? Es gibt immer einen ganz guten Indikator, das ist der Gartner Hype Cycle. Und für die Blockchain hat er in der Vergangenheit eigentlich alles relativ korrekt vorhergesagt. Momentan sieht es so aus, dass das Ganze noch ungefähr 3 bis 5 Jahre entfernt ist, bis wir wirklich in einer blockchainifizierten Web3.0-Welt leben. Und bis dahin gibt es eine ganze Reihe an Herausforderungen zu lösen. Der Zugang zur Technologie ist immer noch relativ schwierig. Es gibt noch wirklich keine rechtliche Grundlage fürs Urheberrecht. Also rein theoretisch könnte ich heute auch selber einen Beatles-Song auf eine von diesen Marketplaces hochladen. Und am Ende wäre es ziemlich schwierig für jemanden zu identifizieren, wer ich bin. Und außerdem können diese Smart Contracts auch noch nicht legal vor Gericht geltend gemacht werden und dadurch quasi Gerichtsverfahren gewonnen werden. Also es gibt noch jede Menge zu tun, was diese ganze urheberrechtliche oder rechtliche Sache mit der Blockchain bedeutet für die Zukunft des Musikökosystems, aber auch generell. Generell gibt es schon ein paar Sachen, die man sich angucken kann. Ich würde jedem Artist raten, sich einen Creative Passport zu erstellen. Es gibt ein paar Streaming-Services, die bereits auf Blockchain laufen und Opulus und Bluebox sind 2 besonders interessante DAOs, die sich mit einer neuen Art und Weise beschäftigen, wie Artisten der Zukunft Geld verdienen können und daran beteiligt werden können.
Und last but not least ist immer noch so, dass wir uns davon verabschieden müssen, dass wir in einzelnen Systemen denken und nur unseren eigenen Weg nach vorne bringen wollen. Wir wollen nicht, dass das Web 3.0 wieder von Technologiegiganten erstellt wird, sondern jetzt ist die Möglichkeit, dass wir alle zusammen quasi kollaborieren, also Artists, Musikindustrieleute und Technologieexperten und gemeinsame Strukturen aufsetzen für das Web 3.0, um dann gemeinsam auch davon zu profitieren und das zu kontrollieren. So, ich hoffe, das hat euch einen kleinen Überblick gegeben und es war nicht zu viel an Informationen. Ansonsten schreibt mir gerne und vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Ja, Matthias, vielen Dank für den Vortrag. Erstmal hallo, wir haben uns schon ewig nicht mehr gesehen und ich freue mich, dass wir uns jetzt zumindest hier auf dem digitalen Wege mal wieder sehen können. Am Anfang war es ein bisschen ruhig im Chat. Ich glaube, dass die Leute sich erstmal dran gewöhnen mussten und so ein bisschen selber ins Thema reinarbeiten mussten. Aber dann kamen tatsächlich relativ viele Fragen. Und ich würde aber gerne mal mit einem Kommentar anfangen, nämlich von Daniel, dass die NFTs aktuell ein unsinniger Hype sind. Ich kann mich noch daran erinnern, dass wir vor 3 oder 4 Jahren beim Future Music Camp das Schwerpunktthema Blockchain hatten. Und da haben die Experten und Expertinnen eigentlich genau das Gleiche gesagt wie du jetzt, nämlich dass in 3 bis 4 Jahren alles sich geändert haben wird und die Blockchain wird super funktionieren. Und gerade im Mainstream hat sich eigentlich nichts verändert. Ja, niemand hat sich so richtig dran gewagt. Ist es jetzt irgendwie anders mit den NFTs? Ja, also ich bin ja auch absolut mit dem Kommentierenden da der Meinung, dass es momentan ein extrem großer Hype ist und die Beträge, die dafür bezahlt werden, totaler Wahnsinn sind und überhaupt keinen Sinn machen. Der Unterschied, den wir heute zu damals haben, ist, dass sich in der Zwischenzeit die Blockchain-Technologie weiterentwickelt hat, mehr Leute daran gearbeitet haben, es weitere Lösungen dafür gibt und es mittlerweile schon tatsächlich fertige Tools gibt, mit denen man selber Applikationen und Services für die Blockchain bauen kann. Dieser NFT-Hype hilft nur dazu, dass auch Leute, die sich bis jetzt nicht damit auseinandergesetzt haben, sich jetzt damit auseinandersetzen und sich zum Beispiel mal eine Wallet aufmachen und mit dieser Wallet dann eben einen Künstler oder eine Künstlerin unterstützen. Dieser NFT-Hype, wie wir gerade sehen, wird mit Sicherheit nicht durchhalten. Es wird mit Sicherheit eine Blase sein, die irgendwann explodiert. Es wird einen Haufen unglückliche Leute geben. Aber woran es im Endeffekt scheitert, ist die sogenannte Adoption. Also es bedeutet, umso mehr in diesem zentralen Internet stattfindet immer noch und umso weniger im dezentralen Internet stattfindet, umso länger hält sich das zentrale Internet. Umso mehr Tools und Services und Möglichkeiten es gibt, sich selber als Einzelperson im dezentralen Web zu bewegen, umso mehr Leute werden es nutzen und umso mehr wird auch die Blockchain dann zum Einsatz kommen und so weiter wird sie sich entwickeln. Dass sie kommt und dass das die Zukunft fürs Web 3.0 ist, ist klar. Und ich meine, vor 30 Jahren haben die Leute auch gesagt, dass es unmöglich ist, dass wir mal einen Computer in der Hosentasche haben und heute haben wir. Es gibt immer die Skeptiker am Anfang und das ist auch wichtig, dass es die gibt und es ist auch wichtig, dass wir es diesmal richtig machen, aber es wird auf jeden Fall irgendwann der Status quo des Internets sein. Dankeschön. Aus dem Chat kommt auch noch die Frage, gibt es eigentlich irgendwie einen Vorteil für die Hörerinnen und Hörer? Weil das klingt schon alles ziemlich kompliziert und wenn ich mir vorstelle, dass überhaupt irgendwelche Bands das schaffen, jetzt selber mal auf die Beine zu stellen, zweifle ich da so ein bisschen dran. Und dann geht es natürlich auch darum so, warum sollten denn Hörerinnen und Hörer, außer dass sie vielleicht ihre LieblingskünstlerInnen und Künstler unterstützen, das machen? Also warum, also bringt es denen irgendwas? Haben die da irgendwie auch einen Vorteil davon? Naja, wir als Hörerin sind ja immer noch so gestrickt, dass wir es so einfach wie möglich haben wollen. Deswegen funktionieren Streaming-Services ja auch so gut und deswegen muss es auch die gleichen Lösungen oder Schnittstellen zu diesen Lösungen im dezentralen Web geben. Es gibt neue Möglichkeiten für Fans oder Hörerinnen mit Künstlern zu interagieren. Es gibt neue Möglichkeiten, die zu unterstützen und es gibt, wie ich gesagt habe, auch neue Möglichkeiten, am Erfolg von Künstlerinnen beteiligt zu sein durch dieses Modell, dass ich investieren kann in den Künstler oder eine Künstlerin, von der ich glaube, dass sie Erfolg hat und dann am Erfolg später beteiligt werde. Das ist heutzutage nicht möglich. Heutzutage haben wir undurchsichtige Verträge, es gibt keinen Branchenstandard, keiner weiß, wie viel Anteil ein Label sich abzwackt, wie viel es von Spotify oder YouTube bekommt, wie viel es weitergibt und all diese Sachen, die jetzt stattfinden, können in der Zukunft eben durch diese neue Technologie gelöst werden. Und an diesem Erfolg kann dann eben nicht nur Künstlerinnen beteiligt werden, sondern können eben auch die Fans beteiligt werden. Das klingt jetzt alles noch total abstrakt. Ich kann das auch völlig nachvollziehen, dass das für viele keinen Sinn macht, weil es momentan noch alles so super geil und einfach ist. Aber langfristig wird es dahin laufen, weil im Grunde genommen immer noch die Künstlerinnen bestimmen, was sie mit ihrer Musik machen. Und die wollen es im Endeffekt wollen die von ihrer Kunst leben können. Ja.
was jemand jetzt noch nicht oder eine Frage, die jemand gestellt hat im Chat, was diese Person noch nicht richtig verstanden hat, ist, kann man dann diese Files, also Musikfiles, runterladen? Und wenn ja, geht man dann sicher, dass derjenige das nicht einfach weiterschickt? Vielleicht kannst du da noch mal ein bisschen drauf eingehen und das ein bisschen erklären. Ja, ich als Band, wenn ich bei der Band bleibe, kann entscheiden, ob ich die Musik zum Download zur Verfügung stelle. Mhm. Wenn ich die Musik zum Download zur Verfügung stelle, dann und ich sage mal, ich habe jetzt 100 NFTs verkauft von der Musik oder auch nur einen, dann kann die Person, die den NFT gekauft hat, den NFT natürlich runterladen, kopieren, an ihre Freunde weiterschicken und dadurch verteilt sich die Musik und dann gibt es quasi ganz viele Kopien davon. Aber das Original-Ausgangswerk besitzt dann immer noch derjenige, der den NFT oder die den NFT gekauft hat. Mhm. Das bedeutet, der Original-NFT, das ist quasi wie das Mastertape von der Band, gehört dann die Person, die es gekauft hat. Und natürlich profitiert, also auf der einen Seite profitiert diese Besitzerin dann davon, dass die Musik bekannter wird, also wenn sie es in der Welt verteilt. Und umso bekannter die Band wird, umso mehr wert wird quasi der NFT, den sie gekauft hat. Sie kann aber auch sagen, so nee, ich gebe diesen NFT oder diesen Song nicht zum Download bereit, sondern behalte den für mich selber und zeige den nur meinen Freunden, wie ich es möchte. Also das muss dann jeder Besitzer für sich selber entscheiden. Im Grunde genommen ist es natürlich Quatsch, wenn ich mir was für teuer Geld kaufe, das dann kostenlos weiterzugeben und dafür zu sorgen, dass es im Internet verbreitet. Auf der anderen Seite kann diese kostenlose Verbreitung dafür sorgen, dass das Originalwerk, das ja mir gehört, mehr an Wert gewinnt. Das ist dann eine Entscheidung, die dann der Besitzer oder die Besitzerin von NFTs selber treffen müssen. Mhm. Wir haben, glaube ich, noch Zeit für eine Frage, bevor wir in die Mittagspause gehen. Und ich weiß, dass wir heute Nachmittag auch noch eine Session dazu haben, aber mich würde interessieren, vielleicht kannst du auch ganz kurz antworten, was sind denn so 1, 2 ganz kurze Steps, wie man jetzt schon am einfachsten, wenn man noch nie was mit Blockchain oder NFTs zu tun hatte, einzusteigen? Was könnte man machen? So vielleicht 1, 2 kleine Tipps. Als Musikerin? Ja, genau. Als Musikerin würde ich mich nach Blockchain Streaming Services umgucken, also Audius oder Resonate oder es gibt dort 4, 5 Stück und würde dort mal meine Musik hochladen und würde gucken, was mit der Musik dort passiert. Erstens mal, umso mehr Musik auf diesen dezentralen Streaming Services stattfindet, umso mehr ist die Möglichkeit da, dass sie auch überleben und andere Leute dahin gehen und umso mehr ist die Möglichkeit da, dass dort mehr User stattfinden. Und zum anderen kann ich als Musikerin eben auch direkt davon profitieren, wenn es auf so einer dezentralen Plattform drauf ist, weil eben dort die Tantiemen, die ausbezahlt werden, direkt an mich ausbezahlt werden und ich auch nachvollziehen kann, woher die Tantiemen kommen und wie viel ich dabei verdient habe. Das heißt, wenn ich Musikerin heute wäre, würde ich jedem raten, geh auf die Seite creativepassport.net und bau dir einen Creative Passport. Das ist was, was für die Zukunft unglaublich wichtig sein wird. Und der nächste Schritt ist, guck nach dezentralen Streaming-Services und lad die Musik dort hoch, sofern du die Rechte daran erhältst. Und guck, wie diese Plattformen funktionieren und wie du davon profitieren kannst. Und dann wird es vielleicht auch klarer für manche Künstlerinnen, wo der Mehrwert davon liegt und was sie damit verdienen können. Nur die Finger von NFTs lassen. Okay, Matthias, vielen Dank. Deine Wohnung sieht übrigens super cool aus in Berlin. Muss ich mal vorbeikommen, wenn ich das nächste Mal da bin. Danke für deinen spannenden Vortrag. Ich hoffe, wir sehen uns bald mal wieder. Und vielleicht, wenn du Zeit und Lust hast, wir haben noch so viele Fragen im Chat bekommen, vielleicht hast du ja Lust, selber noch ein bisschen zu antworten auf die Leute. Oder ihr trefft euch gleich in der Mittagspause bei Gathertown. Da sagt gleich David noch ein bisschen was dazu. Ansonsten, ja, viele Grüße nach Berlin und vielen Dank. Ich danke euch. Ciao, ciao.